Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Oh, geht's auf einen Ausflug, Charlie? Ganz recht, Lilis. Ich gehe heute mit den Zwillingen angeln. Wir veranstalten einen Wettbewerb. Um zu sehen, wer den größten Fisch fängt. Ach, zwischen den beiden ist alles ein Wettbewerb, Lilis. Mein Norman ist auch ein kleiner Angelexperte, nicht wahr? Ja. Einmal, da habe ich einen Hai gefangen, der war so groß wie dieser Raum hier. Oh ja, der war riesig, wenn ich ihn doch nur gesehen hätte. Aber er ist entkommen, nicht wahr? Komisch, dass ausgerechnet immer die Großen entkommen. Aber es stimmt wirklich. Ich wette, wenn ihr mich mit auf die Angeltour nehmt, dann werde ich den allergrößten Fisch fangen. Das schaffst du nie. Auf keinen Fall. Na gut, Norman, du bist dabei. Wollen wir gleich los? Ich muss mir noch einen extra dicken Pullover anziehen. Also dann, wir treffen uns in 5 Minuten am Boot. Oh, Petri, heil! Rauslehnen, Norman. Setz dich bitte hin. Oh, darf ich auch mal das Ruder halten? Vielleicht später. So, dies hier scheint ein guter Platz zu sein. Hier, ich habe den Köder schon befestigt. Ja, pass auf, der Angelhaken ist spitz. Wenn du die Angel nicht ruhig hältst, verscheuchst du die Fische, Norman. Oh, oh, ich hab was gefangen. Ich hatte einen am Haken, ehrlich. Und er war so groß. Ja, schon klar. Aber dann ist er entkommen. Und noch eine Makrele. Gut gemacht. Aber die ist nicht so groß wie meine eben. So ein Unsinn. Meine ist viel, viel größer. Jetzt streitet euch doch nicht. Ich messe sie aus. Diese Fische sind genau gleich groß. Ich habe einen ganz großen gefangen. Einen richtigen Brocken. Das ist bisher der allergrößte. Der gibt sicher ein tolles Mittagessen ab. Oh, und paniert ist er ja auch schon. Direkt aus der Kühltruhe deiner Mom, hä? Oh, du hast geschummelt. Das war doch nur ein Scherz. Holt jetzt die Leinen ein. Es wird Zeit für uns, den Heimweg anzutreten, Kinder. Ich bin eindeutig der Gewinner, denn ich habe mehr Fische gefangen als Sarah. Das ist ungerecht. Es ging nicht darum, wer die meisten Fische fängt, sondern wer den größten. Oh, hm? Da schwimmt ein Hai im Wasser. Ein richtig großer, dicker Hai. Nein, wirklich. Da ist er. Seht nur. Der ist ja riesig. Aber das ist kein Hai. Das ist ein Walfischbaby. Man nennt sie auch gern Walkälber. Oh, oh, ich habe das Kalb zuerst gesehen. Es gehört mir. Ich will es fangen. Wale einzufangen ist nicht erlaubt, Norman. Und ich fürchte, wir haben ein Problem. Der kleine Walfisch schwimmt hier in sehr flachem Gewässer. Wenn er an den Strand gerät, kommt er aus eigener Kraft nicht wieder ins Wasser. Und das wäre wirklich schlimm. Wir müssen den Wal unbedingt retten. Tom Thomas kennt sich ganz toll mit Tieren aus. Der kommt bestimmt, wenn du ihn anrufst. Kein Problem, ich bin schon auf dem Weg, Charlie. Der Wettbewerb ist jetzt vorbei, Kinder. Tom meint, das Walkalb hat seine Mutter verloren. Wir werden es also erstmal zurück ins Meer treiben und er sucht mit dem Hubschrauber nach seiner Mom. Oh, ich hoffe, wir finden seine Mom. Ja, ich auch. Aber wir müssen jetzt im Team arbeiten, okay? Zuerst müssen wir näher an die Küste ran, damit er nicht an den Strand schwimmt. Ah.
Aber da sind ja so viele Felsen. Ist das nicht gefährlich, Dad? Deshalb müsst ihr mir auch helfen. Behaltet die Bootsseiten gut im Auge und sagt sofort Bescheid, wenn ihr einen Felsen im Wasser seht. Wir dürfen aber auch dem Walkalb nicht zu nahe kommen. Ich bin gleich bei euch. Da bin ich. Tja, nichts zu sehen. Wann darf ich denn mal ans Steuer? Du musst jetzt nach Felsen Ausschau halten, Norman. Oh, hier links ist irgendwas, Dad. Ich meine, Backbord. Es ist riesig, aber ich bin nicht sicher, ob es ein Felsen ist. Könnte auch die Walmutter sein. Oh, oh! Was machst du denn da? Ich sagte doch nein, Norman. Oh, Norman, wieso hast du das nur getan? Ich wollte ihn einfangen, damit ich den Wettbewerb gewinne. Oh, oh, Dad, es läuft Wasser ins Boot. Wir haben ein Leck. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ein Notsignal. Charlie muss wohl in Schwierigkeiten stecken. Ich rufe lieber Feuerwehrmann Sam. Charlie ist mit seinem Boot in Seenot geraten. Oh, oh, oh. Komm mit, Penny. Alles klar. Eine Seenotrettung. Betreffendes Boot in der Bucht gehört dem Fischer Charlie. Und es sind möglicherweise Kinder an Bord. Oh, 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 wir werden untergehen. Hilfe, Hilfe, runter vom Schiff. Ruhig, ganz ruhig, Norman. Die erste Seefahrerregel lautet keine Panik. Tief durchatmen. Da, das sind Sam und Penny. Sam, Penny. Norman, tief durchatmen. Oh, Entschuldigung. Ist jemand verletzt? Nein, nur das Boot. Wir haben ein Walkalb gerammt, aber es wird schon gehen. Gut, ich hol die Kinder von Bord. Sarah? James? Norman, du bleibst hier und hilfst Charlie. Was? Aber ich... Na gut, ich bleibe hier. Danke, Norman. Gut gemacht. Ich werfe euch ein Tau rüber. Wir müssen das Walkalb zusammen zurück ins Meer treiben. Okay? Ja, Norman und ich kriegen das schon hin. Wir haben auf dem Meer ein richtiges Abenteuer erlebt. Und? Wer hat den Angelwettbewerb gewonnen? Ich würde sagen, wir haben alle gewonnen. Er war so groß. Nein, er war so groß. Glücklicherweise ist er aber entkommen. Wieso glücklicherweise? Das ist so lustig. Ich verstehe das nicht. Norman!